umso mehr du daran glaubst, was du in Zukunft schaffen kannst, im Hier und Jetzt, umso wahrscheinlicher ist die Möglichkeit, dass du es auch schaffen wirst. So. Du musst nur wirklich von dir überzeugt sein. Ich bin der Highest im Club. Bestell mir noch ein Glas, ja, sie wackelt mit dem Arsch und sie drückt mich ans Fenster. Oh shit, man. Da sind wir wieder, Digi. Let's do the intro. 3, 2, 1, go. Psst. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Bin immer noch leider ein bisschen angeschlagen. Gute Besserung an alle Leute, die auch gerade ein bisschen krank sind. Ich glaube, es hat echt viele erwischt gerade. Es ist aber auch arschkalt draußen, minus 2 Grad. Und dann mit der Heizungsluft und so. Naja. Egal, da kommen wir schon durch. Es gibt ein bisschen Talk hier von mir auf euren Nacken. Könnt ihr euch dann reinziehen. Und zwar geht es heute um das Thema, warum es so schwer ist, frei zu sein. So, es ist ein Thema, mit dem ich mich selber schon lange auseinandersetze, weil ich schon immer das Bedürfnis so instinktiv hatte, schon als junger Dude, dass ich frei sein möchte. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich nicht frei bin. Ja, und dass ich gerne frei sein möchte und glücklich sein möchte, Glückseligkeit haben möchte, mir nicht so viel Gedanken machen möchte und einfach wirklich dieses Gefühl zu haben, dass ich so frei bin. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt schon immer, dass ich in so eine Art Gefängnis stecke. Deswegen habe ich gedacht, mache ich heute mal ein Video mit meinen Erkenntnissen, die ich so in den letzten Jahren gesammelt habe zum Thema frei sein, innerliche Zufriedenheit, auch spirituelle Geschichten spielen damit eine Rolle. Und deswegen starten wir jetzt rein in das Video. Und zwar ist der allererste Punkt, der es einem Menschen so schwer macht, frei zu sein, meiner Meinung nach, Social Media, Medien und Probleme in der Welt. Das sind eigentlich schon drei Punkte, die sehr viel wiegen. Gehen wir mal auf den Punkt 1 ein, und zwar Social Media. Und ich rede davon diesen ganzen Apps wie TikTok, Instagram, Snapchat, auch Tinder. Es gibt noch viele andere Apps, die man nutzen kann, um sich irgendwie abzulenken. Und ich weiß, dass es so ist, dass man sich in diese Welten oft rein vertieft, um sich aus seiner eigenen Welt raus zu vertiefen. Nein, rauszuziehen. Weißt du, was ich meine? Es ist einfach so, dass viele Leute diese Social Media nutzen, um das Leben eines anderen zu leben. Sich dabei gut zu fühlen, sich andere Leute reinzuziehen, was die gerade tun, wo sie gerade vielleicht auch sind und über was die reden. Einfach, um sich selbst irgendwie abzulenken. Und ich glaube, das hält einen Menschen davon ab, selber wirklich frei zu sein, wenn er sich zu viele andere Menschen reinzieht und sich vielleicht auch mit denen vergleicht und sich dann denkt, scheiße, ich bin hier, der ist da. Und dann anfängt auch neidisch zu sein, missgünstig zu sein. Dann kommen negative Emotionen auch mit hoch. Dann schreibst du vielleicht mal einen Hater-Kommentar und so. Und ich schwöre euch, dieser eine Hater-Kommentar, es ist nicht so, dass ihr den Typen eigentlich hasst. So. Eigentlich hasst ihr euch selber, wenn ihr euch hinsetzt und dann einen Hater-Kommentar schreibt bei jemandem, der vielleicht ein Leben lebt, was ihr gerne leben möchtet und wo ihr vielleicht einen Fehler gefunden habt, den dieser Mensch gemacht hat. So. Dann setzt ihr euch hin und schreibt ihm das, damit er das unbedingt sieht, dass er einen Fehler gemacht hat. So. Wenn ihr diesen Prozess euch mal anguckt, einfach psychisch, was passiert und was ihr da tut, dann merkt ihr, dass es nicht wegen dem Typen ist, sondern wegen euch selbst so. Ein Mensch, der wirklich ansatzweise zufrieden mit sich selbst ist, beziehungsweise wenigstens dahin arbeitet, zufrieden zu sein, frei zu sein, der würde das nicht tun, weil er merken würde, dass es ihm nicht gut tut. Es tut einem Menschen nicht gut, sein Gegenüber zu hassen. Das ist einfach Fact. Und wenn du Zugang zu dir selbst findest und mehr frei wirst und mehr glücklicher wirst, dann wirst du das auch merken, dass es sich instinktiv nicht mehr gut anfühlt, andere Leute zu haten. Und du wirst auch instinktiv aufhören, dir überhaupt so viel Social Media reinzuziehen. Die freiesten Phasen in meinem Leben, die ich hatte, wo ich mich am besten gefühlt habe und am glücklichsten war, da habe ich am wenigsten konsumiert, was Social Media angeht, Medien angeht oder mir Probleme aus der Welt reingezogen. So. Und deswegen sage ich euch, macht mal auch ein bisschen Detox. So, lasst mal das Handy ein bisschen liegen, guckt mal auf eure Screentime auf eurem Handy und guckt, dass ihr vielleicht 1-2 Stunden pro Woche ein bisschen einfach runterschraubt. So. Ein bisschen da abzwackt und ein bisschen mehr im echten Leben wieder lebt. Lest ein Buch, meditiert mal zwischendurch. Setzt euch hin und macht euch Gedanken über euer Leben. So, ey, wo bin ich gerade? Wo möchte ich hin? Was ist mein Ziel? Was ist meine Vision? Was würde ich gerne verändern? Was fehlt mir in meinem Leben? Was möchte ich gerne in mein Leben ziehen? So, nehmt die Zeit, investiert die da rein und euer Leben wird freier sein. Ihr werdet im Endeffekt am Ende des Tages freier sein. Ich sag nicht, guckt euch gar nichts mehr an, aber schraubt es ein bisschen runter. Nehmt ein bisschen Abstand davon und kümmert euch ein bisschen mehr um euch und euer Leben. So. Der zweite Punkt von meiner Seite ist, dass wir Probleme zu lange festhalten.
Ich bin überzeugt davon, dass wir Menschen uns an Problemen zu lange festhalten, beziehungsweise uns von Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, heute noch abfacken lassen und runterziehen lassen. Unser heutiges Leben irgendwie kaputt machen oder versauen mit Dingen, die in der Vergangenheit vielleicht passiert sind. Und ich kenne das selber, das Problem. Ich bin selber so ein Typ, der sich sehr viel Gedanken über die Vergangenheit macht, sehr viel reflektiert, was in der Vergangenheit passiert ist, wie es zu welchen Dingen kommen konnte und sich dann wirklich auch tagelang damit beschäftigt und dann nicht mehr richtig lebt, so. Nicht mehr richtig happy ist und du kannst deine Zukunft auch gar nicht richtig gestalten, wenn du dich die ganze Zeit mit Dingen aus der Vergangenheit beschäftigst, die auch noch negativ sind, so. Wie willst du dir eine positive Zukunft erschaffen, wenn du die ganze Zeit negativ denkst? Du musst immer wissen, dass das, was in der Zukunft passiert, eine Folge von dem ist, was du im Jetzt bist, so. Das heißt, wenn du jetzt negativ bist und dir negative Gedanken machst und eigentlich nur scheiße drauf bist, dann wird deine Zukunft nicht positiv sein. Du musst es schaffen, im Jetzt positiv zu sein, damit deine Zukunft auch positiv wird und damit du deine Zukunftsvisionen überhaupt positiv auch manifestieren kannst und dann auch umsetzen kannst, aussprechen kannst. Das ist brutal wichtig und es ist einfach so, dass wenn du gerade in so einem negativen Mindstate bist, dass du nicht wirklich positiv denken kannst in dem Moment, so. Ein cooler Vergleich bei der Sache ist einfach, stellt euch vor, ihr habt ein Glas Wasser. Dieses Glas Wasser stellt eure Probleme dar, sage ich mal so. Und ihr haltet dieses Glas Wasser in der Hand. Und es ist ein kleines Glas Wasser und es wird euren Arm nicht erschöpfen. Aber haltet dieses Glas mal eine Stunde in der Hand. Haltet dieses Glas 10 Stunden in der Hand. Haltet dieses Glas 24 Stunden in der Hand. Irgendwann wird euer Arm kaputt gehen und das Glas wird so schwer sein wie ein Riesenfass mit Wasser, so. Und das könnt ihr euch auch mit euren Problemen vorstellen. Umso länger ihr eure Probleme festhaltet, umso toxischer werden die, umso mehr Einfluss werden die auf euer Leben haben. Umso negativer wird euer Mindstate sein und eure Zukunft sein und jeder Tag wird schlimmer werden. Ihr müsst dieses Glas irgendwann einfach hinstellen und loslassen. Lasst es los und versucht positiv in die Zukunft zu gucken. Und wenn ihr Fehler gemacht habt, wie ich es auch getan habe, dann ist es schwerer, diese Sachen loszulassen. Wenn ihr selbst sagt, okay, ich habe selber auch sehr viel dazu beigetragen, dass dieses Problem in mein Leben gekommen ist, so. Deswegen fällt es mir noch schwerer, das loszulassen. Aber ihr müsst es irgendwann loslassen, weil es wird euch nicht gut tun. Das Wichtigste ist, wenn ihr wirklich selber einen Fehler gemacht habt oder was falsch gemacht habt, dass ihr Reue zeigt, dass ihr euch das eingesteht und dass ihr in der Zukunft einfach versucht, ein besserer Mensch zu sein, eine bessere Version zu sein und die ganze Scheiße loszulassen und wieder happy, lächelnd, mit gutem Herz in die Zukunft zu gucken, so. Das ist einfach wichtig, so. Egal, was passiert ist, egal, was ihr getan habt, wir Menschen sind nicht perfekt. Das sollte man auch sich eingestehen und sagen so, ich bin nicht perfekt. Ich habe meine Fehler, ich habe meine Schattenseiten, ich habe meine Dämonen, aber ich versuche jeden Tag ein besserer Mensch zu werden. Ich versuche jeden Tag irgendwie klarer zu werden, mir die Dinge einzugestehen und positiv in die Zukunft zu gucken. Haltet Probleme nicht so lange fest. Es hält euch davon ab, frei zu sein, Freunde. Der dritte Punkt ist, dass wir, glaube ich, versuchen, zu wenig im Hier und Jetzt zu sein. Wir sind zu viel im Kopf und zu wenig im Herzen. Die Sachen, die ich vorher aufgezählt habe, spielen da natürlich mit rein, mit diesen ganzen Problemen, die wir zu lange festhalten. Da geht es meistens um die Vergangenheit. Dann hängen wir in der Vergangenheit ab und überlegen, ah fuck, was ist in der Vergangenheit passiert? Diese Kraft und diese Power können wir nicht da reinstecken, um im Hier und Jetzt zu sein und damit unsere Zukunft zu gestalten. So. Das, was du heute denkst, kann morgen wahr sein, wenn du wirklich daran glaubst. Und das ist eine Sache, die müssen wir wieder verstehen. Du musst im Hier und Jetzt sein. Du musst versuchen, wirklich da zu sein, präsent zu sein, die Dinge zu sehen, die Menschen zu sehen, die Zeichen zu sehen, die Dinge zu spüren. Jedes Mal, wenn du an die Vergangenheit denkst oder dir Sorgen über die Zukunft machst, wie deine Zukunft eventuell aussieht, ob du noch eine Frau finden wirst, ob du Kinder bekommen wirst, ob du hier erfolgreich sein wirst oder nicht. Wenn du dir darüber Gedanken machst, verschwendest du diese Energie und Zeit, um wirklich jetzt gerade alles dafür zu tun, um dahin zu kommen am Ende des Tages. So. Umso positiver du im Hier und Jetzt bist, umso mehr du daran glaubst, was du in Zukunft schaffen kannst. Im Hier und Jetzt. Umso wahrscheinlicher ist die Möglichkeit, dass du es auch schaffen wirst. So. Du musst nur wirklich von dir überzeugt sein. Überzeugungskraft ist so wichtig und diese Überzeugungskraft kommt aus dem Moment. Die kommt nicht aus der Vergangenheit und die kommt auch nicht aus der Zukunft. Die kommt aus dem Hier und Jetzt. Deswegen sollten wir versuchen, mehr im Hier und Jetzt zu sein. Tools, die dabei helfen können, sind halt zum Beispiel Meditation. Versucht wirklich 20 Minuten am Tag mal im Moment zu sein. Setzt euch hin, atmet und konzentriert euch nur auf euren Atem. Nur auf euer Herz. Nur auf was gerade in diesem Moment passiert. Alle Gedanken, die in euer Kopf kommen, gehen auch wieder weg. Ihr gebt
gibt diesem Gedanken keinen Boden, keinen Nährboden, damit er sich verbreiten kann, sondern er kommt und geht. Das Gedanken kommen wird immer so sein, wenn ihr versucht zu meditieren. Aber lasst diese Gedanken auch wieder gehen. Und umso schneller ihr diese Gedanken wieder gehen lasst, umso mehr schafft ihr es, im Moment zu sein, schafft es, diese Gedanken auch immer weiter zu minimieren. Irgendwann kommen keine Gedanken mehr und dann seid ihr wirklich im Hier und Jetzt. Und das wird euch im Alltag auch helfen. Also wenn ihr es schafft, 20 Minuten am Tag zu meditieren, dann werdet ihr im Alltag automatisch mehr im Moment sein. Deswegen versucht es aus, meditiert mal und das wäre so mein Senf dazu. Das war es gewesen, meine lieben Freunde, mit dem Video, warum es so schwer ist, frei zu sein. Ich küsse euer Herz, be unique, dabei ist alles, nehmt euch das zu Herzen. Ich wünsche jedem Menschen wirklich nur das Beste von ganzem Herzen, weil wir alle irgendwie eine Familie sind, meiner Meinung nach. Deswegen sollten wir uns unterstützen. Ich hoffe, ich konnte ein, zwei Menschen mit dem Video helfen. Bleibt so, wie ihr seid, be unique, dabei ist alles. Peace.